Wenn die Frau stirbt, das ist ein grosser Einschnitt. Plötzlich, wenn man auf sich zurückgeworfen ist, dann stellt sich einfach die Frage, was kommt. Dürrenmatt, eine Liebesgeschichte, beleuchtet nicht nur das Denken, sondern auch das Fühlen des Schweizer Intellektuellen. Groteskes und Zufälle, Liebe und Gefängnisse, Leben und Verabschieden. Themen, die den Denker bis zuletzt beschäftigten und auch den Film umspielen. Im Zentrum die Frau an seiner Seite, Lotti, und der große Bund zwischen der Schauspielerin und dem Autor, wie sich seine Schwester Verena und seine Kinder erinnern. Durch die Nähe der befragten Familienmitglieder entsteht eine ganz persönliche Atmosphäre, eine Dia-Show auf der heimischen Couch. Dürrenmatt, eine Liebesgeschichte, ist ein zartes und gelungenes Porträt zum 25. Todestag. Er kommt uns ganz nah. Einer der größten Schweizer Denker. Es hat gar keinen Sinn, sich zu Tode zu ärgern. Besser, man lacht sich dann wenigstens tot, wenn man zwischen zwei Todesarten wählen kann.